Hi, ich hatte ja vor kurzem mein Tutorial zum Thema Filmen bei Nacht hochgeladen. Da habe ich ja kurz dieses Plugin Neat Video vorgestellt und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen im Detail erklären, wie das funktioniert. Viel Spaß! So, ich bin jetzt hier im Final Cut und habe schon mal meinen Shot geöffnet, den ich jetzt korrigieren möchte. Nicht wundern, ich habe hier schon mal Filmconvert draufgezogen, einfach um es ein bisschen heller zu ziehen. Aber das hat ansonsten nichts zu tun mit dem Video hier. Ja, wir ziehen dann einfach unser Plugin Neat Video auf das Video drauf und drücken dann hier auf Select to Open und dann öffnet sich nochmal so ein extra Fenster. Der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist eine einfarbige Fläche zu markieren, ungefähr so. Das dient dazu, so ein Rauschprofil zu errechnen, denn jede Kamera hat ja so ein anderes Rauschprofil, jede Kamera rauscht anders. Und das macht man eben, indem man so eine einfarbige Fläche markiert. Wenn man eine nicht einfarbige Fläche markiert, sieht es dann so aus, dann steht hier Area Not Uniform. Deshalb immer eine einfarbige Fläche markieren, damit er das Rauschprofil eben errechnen kann. Dann drücken wir hier auf Auto Profile oder Auto Profile. Jetzt hat das Plugin das Rauschprofil errechnet. Das können wir jetzt speichern, damit wir diesen Schritt mit dem Markieren nicht bei jedem Mal machen müssen. Das nennen wir dann einfach mal A7S Noise Profile. Ersetzen. Jetzt haben wir es gespeichert und können es jederzeit wieder öffnen. Dann drücken wir jetzt hier auf die Noise Filter Settings und jetzt seht ihr schon, dass sich hier was getan hat. Und hier können wir jetzt einstellen, wie diese Rauschreduzierung auf das Bild angewendet wird. Wir können hier zum Beispiel das Luminanzrauschen einstellen, also das Helligkeitsrauschen, dieses Grobkörnige, was man sieht. Oder dieses Chroma-Rauschen können wir auch einstellen, das ist dieses Farbrauschen. Bei dem Farbrauschen würde ich euch empfehlen, das immer auf 100% zu lassen, weil dieses Farbrauschen das hässlichste ist, was es gibt. Sieht nicht schön aus. Bei dem Luminanzrauschen kann man sich auch dazu entscheiden, das auf 0% zu lassen, wenn man dieses Rauschen mag. Das sieht ja nicht unbedingt schlecht aus. Schlimm ist eigentlich nur dieses Chroma-Rauschen. Beim Luminanzrauschen, wenn man das auch nicht mag und es weghaben möchte, kann ich euch nicht empfehlen, das auf 100% zu stellen, weil das sieht dann sehr matschig aus und so weiter. Ich würde das Luminanzrauschen auf maximal 50 bis 60% eingestellt lassen. Ein Problem bei Neat Video ist einfach, dass ihr so ein bisschen an Detail verliert. Macht ja irgendwie Sinn, weil wenn dieses Rauschen rausgerechnet wird, werden natürlich auch Details sozusagen glatt gebügelt. Ihr habt dann hier auch so einen Schärfefilter noch drin, den könnt ihr auch gerne auf 100% oder sowas lassen. Sieht trotzdem ganz gut aus. Wenn man es jetzt mal vorher und nachher anguckt, stellt man fest, es hat sich einiges getan. Das hier ist jetzt also das Video ohne dieses Plugin und mit dem Plugin sieht das Ganze dann so aus. Ja, das war's auch schon zu diesem Plugin. Ihr habt gesehen, es ist relativ einfach und schnell gemacht. Ihr könnt euch so ein Farbprofil anlegen für eure Kamera, dann habt ihr eigentlich null Arbeit damit und könnt jederzeit dieses Plugin anwenden. Das Plugin kostet $75, also um die 68, 67 € glaube ich, und kann man sich auf jeden Fall mal anschaffen, wenn man öfters mal draußen bei Nacht filmt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!